Der FC Schalke läuft dem Saisonstart entgegen. Und die Fans beobachten genau, wie sich die Mannschaft präsentiert. Seit dieser Saison auch mit dabei, Adam Szolai. Der 25-jährige Ungar kam für rund 8 Millionen Euro aus Mainz. Mainz und Schalke, der Unterschied ist groß. Ja klar, das Schalke ist ein sehr, sehr großer Verein. Und mit mehr Qualität natürlich. Und natürlich, aber da steckt dahinter, dass das Schalke muss in jedem Spiel gewinnen. Also in jedem Spiel muss da gut stehen und wir spielen jedes Spiel hin zum Sieg. Ich habe tolle Jahre in Mainz gehabt. Ich habe kann ich nur alles nach Mainz verdanken. Aber ich wollte diesen nächsten Schritt machen und ist klar, ist ein Riesenschritt, ein Unterschied. Aber ich bin bereit dafür. Nach zwei Trainingslagern und 9 Testspielen ist die Vorbereitung fast vorbei. Szolai ist zufrieden und hat sich schnell in die Mannschaft integriert. Ja gut, insgesamt fühle ich mich gut in diese ersten paar Wochen. Ich habe oft gesagt, dass ich sehr glücklich bin, dass ich hier sein darf und dann für die Mannschaft helfen. Ich habe 2 Trainingslager mitgemacht, viele Spiele und viele Trainingseinheiten. Ich fühle mich fit und ich freue mich auf dem ersten Pflichtspiel. Adam Szolai ist neben Leon Goretzka, Christian Clemens und Philippe Santana einer von 4 Neuzugängen. Er wurde als zweiter Stürmer hinter Klaas-Jan Huenteler geholt, macht dem Holländer mit 8 Toren in der Vorbereitung aber bereits große Konkurrenz. Das Verhältnis zwischen ihm und dem holländischen Nationalstürmer ist aber gut. Wir sind Mannschaftskollege und wir wollen, er und ihr wollen wir nur eins, dass Schalke viel wie möglich Spieler gewinnt und er und ich wollen wir auch für die Mannschaft helfen. Und das ist ein Mannschaftssport und das ist kein Einzelsportart, wo man gegenseitig Rennen macht, was zu gewinnen. Wir sind in einer Mannschaft und alle will dasselbe. Alle will jedem Spiel in 3 Punkte haben und deswegen ist das Verhältnis genauso gut wie mit allen anderen Spielern. Trainer Jens Keller hat mit Adam Szolai die Möglichkeit, sein System zu variieren. Entweder mit einem Stürmer oder mit 2. Dann könnten Huenteler und Szolai zusammenstürmen. Für Szolai ist das System aber nicht das Wichtigste. Wenn ich mit einem Stürmpartner vorne spielen soll oder alleine spielen soll oder egal wo ich spielen soll, ich freue mich einfach, wenn ich in Platz stehen darf und mir macht überhaupt nichts aus, wie das System ist. Natürlich sind auch die Fans gespannt, wer im Sturm spielt. Wenn Keller mit einem Stürmer spielen lässt, muss er sich entscheiden zwischen Huenteler und Szolai. Auch wenn der Ungar zunächst auf der Bank sitzt, wäre das für ihn kein Problem. Für ihn steht die Mannschaft im Vordergrund. Ich habe auch in Mainz mal Spiele gemacht, wo ich gut gespielt habe. Nächstes Spiel war ich im Bank und dann habe ich von dem Bank reingekommen und habe ich von dem Bank noch einen Push für die Mannschaft gemacht. Also das gehört einfach dazu für den Leistungssport. Wir haben viele Spiele und wir wollen als Mannschaft Topleistung bringen und dafür brauchen wir immer den fittesten Spieler, die sie bereit sind und deswegen ist das voll in Ordnung. In der letzten Saison war für viele die Breite des Kaders ein Problem. Die Spieler auf der Bank hatten zu wenig Qualität, um der Mannschaft zu helfen. Mit den 4 Neuzugängen könnte das Problem jetzt gelöst sein. Wenn es um die Ziele der neuen Saison geht, schaut Adam Szolai zunächst einmal auf sich selbst. Ich kann nur von mir selbst reden, was meine Ziele sind und das habe ich schon oft gesagt, dass ich mit meinen Qualitäten und mit meinen Fähigkeiten für dem Team helfen möchte, so viele Spiele wie geht es zum Gewinnen und für was die Ziele sind für Schalke, das natürlich soll man solche sagen, die schon lange da sind und mehr sich auskennen als jetzt ich. Mit vielen Toren möchte der Ungar aber natürlich dazu beitragen, dass Schalke am Ende ganz weit oben steht. Adam Szolai könnte ein wichtiger Baustein sein für eine erfolgreiche Saison.